Oh, was ist das? Herzlich willkommen zu Zufallsschach. Ach, G5, G6, das geht nicht. Dann improvisiere ich jetzt im zweiten Zug. Also in letzter Zeit habe ich echt viele Fehlprogrammierer. Aber ist ja alles Glückssache. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin gegen Endri M. Und ich habe es zwar noch nicht erwähnt, aber es ist wieder Zeit für Zufallsschach. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Alles blickt auf den Punkt B2 und D4. Er kann sich schon gar nicht mehr retten vor lauter Druck. Der Druck erdrückt ihn quasi förmlich. Ich glaube, das werde ich jetzt immer machen, wenn so ein Fehlprogrammierer kommt. Einfach im zweiten improvisieren. Außer ich fixe das mal. Das könnte ich machen, oder nicht? Das wäre mal eine Maßnahme. Ja, was macht der hier? D4 hängt und B2 hängt. Okay, er spielt Springer C3. Wenn ich Dame B2 spiele, möchte er Turm C1 spielen. Wenn ich dann D4 nehme, was möchte er dann spielen? Was, wenn ich D4 direkt nehme? Er hängt immer noch B2. Und ich entscheide mich auch für D4, weil D4 ist der wichtigere Bauer. Auf Springer A4 habe ich Dame B4 Schach oder Dame A5 Schach. Das könnte ich mir dann in diesem Falle noch aussuchen. Er hat doch Springer D5, aber wie gesagt, ich habe immer einen Schach auf A5 oder auf. Wenn er jetzt sogar Springer A4 spielen würde, dann hätte ich Springer F3 und Dame A5 und dann würde ich G5 gewinnen, falls er nicht Läufer D2 spielt. Aber wenn die Dame schon nimmt, dann hängt ja auch A4, von daher. Das ist schon alles Quatsch. Was ist denn, wenn ich jetzt B2 nehme? Achso, Springer D4. Ja, Springer D4, Läufer D4, dann kann ich mit der Dame nehmen, weil C1 mit... Ach, C1 hängt nicht. C1 ist gedeckt. Ich habe dann noch Dame E6, Läufer E2. Wenn ich Springer F3 spiele, Dame F3, Dame B2. Ja, komm, machen wir das. Machen wir das. Läufer C3. Turm C3. Dame D1. Läufer D1. Okay. Dann ist das so. Also was wie Läufer D3 und Dame H5 oder sowas ist sehr unangenehm. Deswegen warte ich noch ein bisschen mit Ruckieren. Ich versuche erstmal einen Läufer nach F5 zu stellen. Oder nach G4. Wobei, wenn er jetzt erst Turm B1 spielt, dann hängt ja auch immer B7. Ich glaube, nach Turm B1 spiele ich Dame... Ne, Dame... Wahrscheinlich Dame A3, oder? Turm B3... Dame A5... Oh, Springer B5.
Okay. Er will, dass ich rochiere. Mach ich auch. Ist mir sicherer. Oh ja, und jetzt spielt das. Aber jetzt habe ich Dame E5. Kann ich mich vielleicht noch daraus schlingeln. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Verteidiger. Läufer E6. Jetzt spielt er so. Ja, wie komme ich jetzt am besten da rein? Am besten kicke ich den mal da weg. Jetzt gehöre ich auf die Nüsse. Ich glaube, ich spiele erst Dame auf. Nee. Ich weiß nicht so genau, was er vorhat. Vielleicht einfach Läufer E4. Springer G5. Oh, nee, H6 geht nicht. Ah, ich war zu langsam, nein. Ich glaube, ich habe gerade richtig wenig gelabert, aber ich war gerade so in der Partie drin. Die war einfach so interessant.
Ja, gehen wir mal kurz. Okay, hier hatte ich richtig Druck auf D4 und B2. Und, ja. Okay, D6. So, Springer B5. Hier geht das Interessante los. Jetzt zwingt er mich zur Hochrade, die ich eigentlich noch nicht machen will. Okay, jetzt kommt er zu meinem erwähnten Plan mit Läufer D3 und dann die Dame auf der Diagonale. Jetzt spiele ich Dame E5, damit meine Dame hier so ein bisschen mehr verteidigen kann. Er nimmt ziemlich früh auf F6 raus. Ja, jetzt provoziere ich noch eine Schwäche bei ihm. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie ich am besten meinen Läufer hier ins Spiel kriegen kann, ohne dass er B7 wirklich nehmen kann. Natürlich habe ich die ganze Zeit Läufer E6 überlegt, aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ob ich hier irgendwie was hab mit, dass ich den jetzt entwickelt habe. Deswegen habe ich damit noch gewartet und dann habe ich lieber was habe ich gezogen? Die Dame, ne? Ach genau, erst habe ich den Springer weggekickt, damit er nicht mehr nach C7 kann. Und ich dann eventuell mal zum C8 hab. Also ich wollte nicht, dass wenn ich jetzt den spielen würde, dass er den spielt. So. Nee, ich weiß gar nicht. Nee, A6 ist sinnlos. Okay, wenn A6 sinnlos ist, dann spiele ich doch direkt Dame H3. Aber er kann immer den spielen. Zur Not. Vielleicht sollte ich mit König H8 und Turm G8 spielen. Oder ich spiele mit H5. Ja, wahrscheinlich muss ich so spielen. Oh, jetzt hängt der Springer übrigens. Ja, A6 war echt sinnlos. Hatte irgendwas mit Springer C7 zu tun, weil ich den nicht gespielt habe. Vielleicht habe ich das ja im Video gesagt. Okay, Springer G5 will er spielen. H6 kann ich nicht spielen wegen Dame H7, oder? Warte mal. Ah, jetzt Springer G5. Kann ich nicht nehmen, weil die Dame. Ah, die hängt nicht, die hängt nicht. Kann er nehmen. Ja, hätte ich machen können. Wäre besser gewesen. Oh, war schon wieder nicht sehr gute Partie. Weil jetzt hat er hier viel zu viel Angriff. Seltsam alles, aber. Ja, jetzt verliere ich den Bauern auf F7. Aber muss ich auch nicht, ich kann auch König E8 spielen. Dann hier noch einfach zum C7. Ja, hier stehe ich wieder besser. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und, sorry, dass ich so. Ich glaube, ich habe echt wenig gelabert. Ich war so in der Partie drin, das war echt komisch. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.